Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Among the Sleep. Heute spielen wir den DLC. Ich habe entdeckt, wo ist Chapter Selection, da haben wir es, den Prolog. Ich habe mich ein bisschen informiert und eigentlich ist es falsch, das Kapitel Prolog zu nennen, weil es an die Story anschließt, also nach der Hauptstory. Es spielt nicht vor der Hauptstory, sondern erst danach. Warum es dann Prolog heißt, keine Ahnung, aber es soll auch nur vielleicht ungefähr eine halbe Stunde sein. Ich werde also schauen, ob ich es vielleicht in ein Part packe. Und was wird uns dort erwarten? Schauen wir mal. Gut, uns wird nochmal erklärt, wie wir spielen können. Gut. Er spielt also nach der Story. Vielleicht, wo wir jetzt beim Vater sind. Oder wir werden sehen, ob wir beim Vater sind. Ich habe gerade komischerweise keinen Sound. Ich hoffe, das wird sich jetzt noch ändern. Und ja, mir hat ja das Hauptspiel gut gefallen. Wie wird jetzt noch der DLC sein? Also, Sound ist da. Das ist gut. Oh. Moment, Leute. So. Okay, jetzt ist die Maus wieder im Bilde. Hä? Also ich dachte schon, ich habe da was gesehen. Kann mir jemand verraten, warum wir im Schnee sind? Warum gehören diese Fußstapfen? Geht es Teddy vielleicht gut? Ist er vorangelaufen? Na, guck mal da, da ist ja Teddy und andere Kuscheltiere. Oh, wir haben also nur andere Freunde. Oh, ist das schön. Und dort, wo die Spieluhr ist, die Spüluhr, dort ist alles sicher. Na, ihr? Wow. Was zum... Wen haben wir da alles? Eine Hase, eine Eule und alles zu schnell passiert. Alles zu schnell, was ist passiert? Haben wir wieder einen bösen Traum? Wahrscheinlich. Ja gut, wir sind denn... Wir sind auf jeden Fall in einem anderen Haus. Sehr wahrscheinlich das Haus vom Vater. Und wie kommen wir hier raus? Hoppala. Moment, sind wir gewachsen? Ist vielleicht schon ein... So cold. Moment. Ach, Eulische. Keine Sorge, Mr. Eule, ich rette dich. Moment. Ich schließe das Fenster und dann schmelzen die Eiszapfen. Komm schon, kletter drauf. Zack. Tatsache, das Schnee schmilzt. Natürlich. Wir spielen die Spüluhr. Die Spüluhr. Ach, kein Problem, Olge. Der... Noch keine Sorge, wir retten Please sie. Help them. Natürlich, Freunde unterstützen sich. Kannst du wieder leuchten, kleine Eule? Nein, das ist wohl nur ein Feature, was Teddy kann. Oh, wir und all unsere Freunde. Alles klar, wir sind umgezogen, das ist auf jeden Fall klar. Okay, so kommen wir wieder dann ins Bett. Wahrscheinlich müssen wir alle unsere Freunde finden und dann heißt es wieder zurück. Also, oder wir müssen gleich hier hoch. So. Allesamt. Alle Freunde, macht euch bereit. Der Jovo wird zur Rettung kommen. Zack. Was war das mit der Kälte? Puh. So eisig kalt. Ich schwitze ja lieber, als dass ich friere. Aha. Ein Monster ist doch wieder hier. Und ich habe mir schon gedacht, werden wieder Monster in dem Spiel sein? Ich denke, nein. Aber natürlich. Und was ist das für ein Monster? Ein Grippevirus? Was ist das denn? Sieht eine Person trägt einen Korb. Und die andere Person scheint sowas wie ein Messer in der Brust zu haben. Was sind das denn für Zeichnungen? Okay, schauen wir mal, ob wir hier was finden. Einen unserer Freunde. Bloß nicht dem Grippevirus da in die Arme laufen. Ah. Warum müssen die immer im Wald sein, diese Häuser? Hallo, wenn jemand da ist von euch, bitte melden. Bitte melden, der Jovo hier. Wow. Okay, das war eine Erinnerung. Ziemlich schreckhaft.
Be quiet, das war unsere Mutter. Mutter und Vater haben sie wieder gestritten. Wegen mir? Sollen sie nicht wegen mir schreien? Ich hab doch beide gleich lieb. Ich hab Hunger. Okay, da können wir uns verstecken. Falls der Grippevirus wiederkommt. Oder kommt der Grippevirus nicht mehr? Wahrscheinlich doch, wenn sie ihn gezeigt haben. Grippevirus, Olli! Hoppala! Oh, sieht aus, als wäre sowas wie eine Waldhütte. Im tiefen Winter. Und wo ist jetzt bitte der Vater? Wo ist der Vater? Vaterle, wo bist du? Kannst du dein kleines Bubbeler nicht alleine lassen? Das ist nicht so gut. Nicht, dass ich ganz... Ah! Okay. Oh nein, da ist jemand gefangen. Na warte, Grippevirus. Zack. Oh. Dolly, pass nur auf, ich helfe dir. More happy, das heißt, hier muss irgendwo eine Spieluhr sein. Die betätige ich und dann wird dir warm. Ist sie das? Vielleicht sollen uns jetzt die Grippeviren auch einfach nur Angst machen. Bah, mach doch mal das. Mach das doch mal aus. Ah, das nervt. Moment, Dolly. Der Retter in Not. Hilf dir. Okay, da haben wir die Spieluhr. Gut. Keine Sorge. Die Musik wird die Hit, wird die Kälte mit Hitze besiegen. Die Vibration. Hört mir bloß auf. Macht sogar ein bisschen Sinn. Das Erklingen bringt die Luft zum Vibrieren. Und dadurch schmilzt der Schnee. Oder das Eis oder was auch immer. Aber wie komme ich da hoch jetzt? Oh. Okay. Achso, wir sollen... Ah, more happy. Ach, wir schauen uns einen Cartoon an und keine Spieluhr. So, Dolly. Was ist mit dir passiert? Hallo. Keine Ursache. Komm mal mit. Ah. Ach, überall. Jetzt ist hier alles wieder schön. Oh, ich sehe Buddy Bieber on the Skateboard. Oh, das ist meine Lieblingsfolge. Buddy Bieber? Was zum? What the hell? Was denn jetzt? Was ist denn das für ein Schatten? Steht da jemand? Also der Schatten verrät mir doch, dass hier was steht. Da steht jemand. Lass mich einfach vorbei. Mäh. Mäh. Böser Grippevirus. Böser. Dankeschön. So, und auf den kann ich jetzt steigen. Klappt sogar. Tja, Grippevirus, du... Willst mich aufhalten? Du hilfst mir sogar. Okay, ich muss also in den Räumen, wo unsere Freunde sind, für Stimmung sorgen. Für gute Stimmung. Freundliche Stimmung. Da muss ich doch einfach nur mein Gesicht zeigen. Mama? Wo bist du? Moment, ich schließe erstmal das Fenster und dann... Warum will ich mich sicher auf kleine Schätzlein? Moment! Zack! Wo bist du? Und wer bist du? Okay, da oben habe ich was blitzen sehen. Ah, da jetzt haben wir sogar zwei Fenster. Wow, wow. Da! Das ist Teddy Junior, oder? Keine Sorge! Ich komme und rette dich. Super. Aber erstmal Stuhlgang. So. Aha. Von der Schwierigkeit her sind die Rätsel... Buttermesser. Sind die Rätsel sogar für mich noch einfach? So cold. Ah, das ist... Ich glaube, das ist gar kein... Ah, nee, das ist Mr. Cat. Keine Sorge, Mr. Cat. Gleich ist die Kälte weg. Zack. So. Und was soll ich jetzt machen? Happy, please. More happy. More happy. Das klingt ein bisschen, als würdest du irgendwas anderes haben. Ich möchte was von dem Guten.
Nasenstoff. Warte. Was denn? Was regst dich auf? Ich will nur Elektrizität sparen. Meine Güte. Meine Güte. So. Als wäre das hier ein Verbrechen, was ich hier mache. So. Ich habe schon gesehen, das Radio blinkt. Ein bisschen Musik. Das erhält doch jede Seele. Oh yeah. Let's a groove beat. Thank you. Keine Sorge, Mr. Cat. Ach, wie höflich ihr alle seid. Alles klar, wir haben Mr. Cat, wir haben Dolly und wir haben Olischen. Aber wo ist Teddy? Der müsste doch auch wieder repariert sein, oder? Teddy! Gerade habe ich was gesehen, glaube ich. Okay, ich schaue mich erstmal hier unten weiter um, bevor ich nach oben gehe. Schauen wir uns erstmal unser neues Zuhause mal richtig an. Okay, hier ist unser Kinderzimmer. Von hier kam ich. Oh. Willst du mir ein... Ach, du willst mir ein Zeichen damit geben. Gut. Anscheinend finde ich den Weg auf sehr schnelle Weise. Sehr schnelle Weise. Haha. So, was haben wir hier? Moment, stell dich nicht drauf. What the hell? Was schaust du so blöd? Was schaust du so blöd? Verschwinde! Verschwinde, Krabbevirus! Ich bin geimpft! Böse Leute. Tja, du willst mich kriegen? Vergiss es! Mich kriegt man nicht. Jetzt hau ab! Hau ab, verdammte Kiste! Ich hau die... Wenn du nicht abhaust... Oh, jetzt sehe ich dich besser. Wenn du nicht abhaust, hau ich die... Hau ich dir die Sche... Hau ich dir... Na, gefällt dir das? Stromverschwendung. Wenn du nicht abhaust, hau ich dir die Schlampe auf den Schädel. Ist das klar? Was willst du von mir? Wo geht's denn hier weiter? Wow. Hau ab. Hau ab, sag ich dir. Ich hab Mr. Cat. Mr. Cat, zerkratz ihm die Augen. Das ist das einzige biologische, was ich an ihm erkenne. So. Da stehen wir nun. Und ich kratze mir den Tummy, ich kratze mir den Bauch. Da oben donnert's immer noch. Also die machen anscheinend wirklich Schnitzel. Und du... Du denkst dich nur, komm doch runter, kleiner Schwobo. Ich will doch nur spielen. Geronimo! Da, 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 da. Achso, ich sollte dem entkommen. Jetzt steht er da wie ein begossener Pudel. So. Okay. Am besten sollte ich dann doch hochgehen, weil ich glaube, hier unten ist alles, habe ich alles erledigt. Bloß dem Grippevirus aus dem Weg bleiben. Sonst eine verschniefene Nase möchte ich jetzt nicht haben. Oder ein Kloß im Hals. Oder drehende Augen. Ach, verdammt. Verdammt sollst du sein. Du kindersichere Tür. Also ist hier unten doch noch was ich zu erledigen habe. Nur wo? Nur wo? Wo an diesem großen Ort? Ach so, natürlich. In den Keller gehen wir. Verdammt nochmal an, du Licht. In den Keller, wieder mal. Ich kenne kaum ein Horrorspiel, wo man nicht einmal in den Keller muss. Mami! Achso, du hast einen Wäschekorb. Aber was hat sie in dem Wäschekorb? Wirklich Wäsche? Oder vielleicht etwas anderes? Wo bist du? Ah! Wow! Da bin ich ja genau richtig gelaufen. Mehr Glück als verstanden, sag ich da nur wieder. Okay, der Grippe für uns. Okay, ich muss mich beeilen. Ach so.
Von Lichtschalter zu Lichtschalter. Okay, ich verstehe. Das ist ein Zeitspiel. Okay. Nur wo muss ich hin? Da drüben muss ich das Fenster schließen. Das sehe ich. Und zack. Eins, los, 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 los. Ich beeil mich ja. Ich beeil mich ja. Hä? Blödes Waschpulver. Pa. Venol für ein... Ahaha. So. Aber was ist das hier jetzt? Ist es wirklich nur von der Kälte? Weil wir das nicht gewohnt sind? Moment, ich mach das Licht an. Dann ist alles wieder schön. Wow! Was war das denn? Was war das denn bitte? Okay, ich warte erstmal eine Runde. Okay. Und wie weiter? Oh nee, du bist gefangen. Okay, aber wie komme ich zu dir? Ah! Da kommt irgendwas aus dem Ofen, aber was? Ach so, ich soll mich vielleicht verstecken und dann dem Ofen seine Arbeit überlassen. Okay. Probiere ich's mal. Mal sehen, was passiert. Oder kommt da etwa jetzt ein Feuerteufel raus? Und weiter? Was soll ich eigentlich machen? Jetzt scheint alles gut zu sein. Okay, wie befreie ich dich jetzt? Ich muss irgendwie Freude bringen, aber wie? Aber wie? Hopp. Also jetzt scheint alles gut zu sein. Ich habe ein Radio oder sowas da gesehen. Na, na, na. Licht bleibt an. Muss ich vielleicht das Radio spielen? Also gerade bin ich ein bisschen überfragt. Na? Hilfe! Was war das jetzt? Okay, der Feuerteufel soll mich also nicht erwischen, aber dann sag mir bitte, wie mache ich jetzt weiter? So, wo bin ich jetzt? Okay, jetzt bin ich hier wieder. Ja, ich verstehe schon. Light, light, light. Light is a bright side. Okay, ich mache mich bereit. Und wie jetzt weiter? Ich weiß nicht weiter. Das Radio blinkt, also ich denke, das muss ich anmachen, aber wie komme ich da bitte hoch? Muss ich vielleicht die Spülmaschine anmachen, damit es rüttelt und dann runterkommt? Sie will auch an, das Radio. Nur wie komme ich da hin? Brauche vielleicht was zum Werfen. Okay, ich probiere das mal. Vielleicht geht es ja auf. Ich warte eine Runde und zack. Weil die Lampe sieht für mich komisch aus. Nein. Ach so, da wo das Licht ist, da ist sicher. Also ich brauche das Licht gar nicht anzumachen. Also ich brauche irgendwas zum Hochwerfen, aber... Oder ich muss das... Nein, auch nicht. Vielleicht muss ich das wirklich an die Lampe schmeißen, damit was passiert.
Aber was Leichteres habe ich jetzt nicht gesehen. Wo Licht ist, ist sicher. Ich bin auch so sicher. Gut. Dann habe ich genug Zeit, das auszuprobieren. Ja! Hilfe! Böser Feuerteufel. Achso, ich brauche was zum Draufstellen. Das heißt, ich brauche eine große Dose. Und? Ich brauche eine große Dose, wo ich mich draufstellen kann. Okay, gleich geht das Licht wieder aus. Ich hab's gewusst. Okay, und nun? Schnell weiter. Aber das reicht doch nie und nimmer von der Höhe her, oder? Ich habe gerade keine Ahnung, wie ich das anstelle, Leute. Oder ob das die richtige Lösung ist. Mach ich nochmal das Licht an und schau, ob ich irgendwas verpasst habe. Ja, du böse Feuertafel. Hier haben wir nur Regale. Und da haben wir zwar eine große Dose, aber das kann es auch nicht sein, oder? Na. So aber nicht. Was machst du mit der Hand? Na super, ich hänge in der Kiste fest. Ich hänge in der Kiste fest. Also hol mich doch, Feuerteufel. Oh mein, sieht er das? Der Ofen ist gesprungen. Ich hänge in der Kiste fest. Last Checkpoint. Bitte laden? Ja, danke. Der Ofen hüpft davon. Ich krieg dich. Oh nee, also hier war der letzte Checkpoint. Gut, jetzt weiß ich aber zumindest, wohin ich muss. Nämlich in den Keller. Und der Grippevirus kriegt mich nicht. Ich möchte wirklich versuchen, dass ich das in einem Stück hinkriege, aber... lang so gerade eben weiß ich nicht, wie ich das zu machen habe. Das Rätsel. Okay, Mami. Aus dem Weg. Ich habe eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Ja, ich mache ja schon. Light ist alles, was wir brauchen. Light, ja, so muss es sein. Okay. Und auf die Plätze, fertig, los. Da. Ah, da habe ich... Ach, da ist der Hocker, den ich brauche, okay. Gut, dann habe ich gar nicht gesehen, wegen dem Schnee aber auch. So, mit dem kann ich auf jeden Fall hochklettern. Okay, jetzt geh hoch. Ach, das Waschpulver ist im Weg. Jetzt kletterst du hoch, kleiner Joe, du kannst das. Du kannst das, ich glaube an dich. Ja. Und geh zu. Gehst du wohl gefälligst zu? Beim letzten Mal ging's. Und wir zittern nicht mal, obwohl es eisig kalt da rauskommt. Zack. Okay, da haben wir den Hocker, den wir brauchen. Gut. Nicht der Feuerteufel. Nicht der böse Feuerteufel. So, schnell ins Licht. Schnell ins Licht. So. Und nun können wir auf den Tisch drauf. So, und wenn dann das Radio tönt, dann ist alles wieder gut. Zack. So, Feuerteufel. Und wer bist du? Oh, du bist Lady Teddy. Bist du etwa Teddys Freundin? Aha. So, mein lieber Feuerteufel. Jetzt bist du wieder weg. Ha. Grippevirus und Feuerteufel. Pah. Können wir gar nichts. Okay. Fehlt jetzt noch jemand? Ich glaube, hier haben wir alle. Wir haben jetzt vier Freunde. Wo geht's jetzt weiter? Wo geht es weiter? Erstmal um die Ecke, wenn ich bitten darf.
Und wo ist bitte unser Herr Vater? War ich da schon? Ah ja, hier war ja die Küche. Haha. Hüppala. Na warte du. Grippevirus, geh weg. Hau ab. Die will niemand hier. Naja, nicht unterm Tisch, wenn es geht. Was hält mich denn hier auf? Oh, Mann. Ja, ich bin ein kleines Kind, aber trotzdem muss mich nicht alles aufhalten. Okay, wo war ich jetzt noch nicht, meine Lieben? Ach so, ist das vielleicht ein Fiebertraum? Wir sind krank und wir wünschen uns unsere Freunde zurück. Soll alles wieder lieb sein. Aha, Daumen hoch müssen wir. Und wie machen wir das? Haben wir eine Schublade. Wir brauchen einen Hocker. Wo ist der Hocker? Vielleicht doch. Nehmen wir mal da diese... Nehmen wir den Eimer. Der könnte reichen. Weg da, Ball. Weg da. Also. Wahrscheinlich brauchen wir irgendwas, wo wir uns draufstellen können. Achso, komm her, du Eimer. Oh, ich habe Großes mit dir vor. Von der Atmosphäre muss ich sagen, ist aber trotzdem immer noch unheimlich. Sehr unheimlich. Kann man dich vielleicht drehen? Ah ja. Ist der in der Nähe oder was? Können wir dich vielleicht drehen und dann... Wow. Ach so, wow. So drehen wir, okay. Okay. Aha. Ein bisschen so. Zack. Und jetzt können wir dich nicht mal als Stufe verwenden. Können wir nicht. Ach komm schon. Na. Ich sehe dich. Und es gefällt mir nicht. Was sollen wir denn da oben? Verstecke ich mich mal, vielleicht passiert dann was. Die Bücher sollten mich nur erschrecken, oder was? Ich brauche sowas wie einen Hocker, um hier weiterzukommen. Nur wo kriege ich den Hocker bitte her? Hier, da habe ich nichts gefunden. Also, die Erinnerung hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, nicht. Ist er noch da? Also, ich sehe ihn nicht. Wie komme ich jetzt da hin? Wie komme ich da hoch? Übers Regal. Ich habe mir doch schon was geholt. Aber nee, das zählt nicht. Pa. Und da hoch komme ich auch nicht einfach. Da oben vielleicht was. Da hoch kann ich ja nicht, oder? Moment, ist die Tür jetzt offen? Oh, die Tür ist jetzt offen. Ah, ich brauchte also meinen vierten Freund. Der Lady Daddy. Und dann ging's weiter. Aha. Gut. So. Ach, verdammt, auch zu. Ha. Sieht aber sehr schön aus hier, muss ich sagen. Sehr elegant. So, und was machen wir jetzt hier? Ach, vom Keller auf den Dachboden, was? Es wird ja immer besser hier. Immer besser wird das. Ich hab was gehört. Wer ist da? Daddy? Bist du das? Hup. Hahaha. Spider Baby. Hoppa. Ah, da oben.
da geht's weiter. Oh. Ich höre was. Ich höre jemanden weinen. Nein! Entschuldigung. In meiner Anwesenheit wird nicht geweint. Ich hasse sowas. Na super, der Stuhl hat sich verhakt. So, jetzt bist du wieder frei. Wieso eigentlich Stuhl? Das ist ein Hocker. Krieg deine Objekte richtig, Joro. Und, wo geht's weiter? Oh, da sitzt jemand. Okay, wie gehe ich jetzt... Muss ich das vielleicht runterziehen, oder? Oder durchkriechen, ja. Und drüber springen, los, spring rüber, da ist Schnee, da kannst du landen. Hallo, darf ich mal bitte... Darf ich durch? Hallo? Ja, geh rüber, komm schon. Ja, tu dir nicht... Da sitzt doch jemand. Los, jetzt hör auf dich hier am... Wie komme ich denn hier weiter? Hoppala. Ich sehe dich sitzen. Ich will zu dir. Ich sehe auch, wo es weitergeht. Ich muss das Fenster schließen. Also, ich muss auf deine Seite. Komm auf die warme Seite. Der warmen Gefühle. Das war auch sehr tiefsinnig. Und jetzt kletter rüber. Ich, da kannst du nicht rüberklettern? Hä? Komm, geh rüber. Warum nicht? Muss ich irgendwie außen rum oder was? Bin ich den falschen Weg gegangen? Und jetzt, jetzt bin ich auf einmal hier Super Baby. Ich fliege in der Luft. Ah, da geht's weiter. Okay. Vielleicht muss ich erstmal das Fenster zumachen. Dann passiert was. Dann schmilzt der Schnee und dann tut es dieses, diese Leinwand tut dir dann umfallen. Aha. Ah so, hier geht's weiter. Jetzt kletter drauf. Ach so, natürlich, jetzt musst du eins höher. Du weißt ja, was du willst, du kleiner Bengel. Und hopp. So, können wir vielleicht die Lampe drehen, dass der Schnee schmilzt? Nee, es müssen warme Gefühle sein, warme Gedanken. So, meine Verehrteste. Nein! Verdammt! Little Bunny ist aus dem Fenster gefallen. Keine Sorge. Joko kommt und rettet dich. Aber du musst dich raus in die Kälte. Oh nein. Daddy. Mami. War das Mami? Das war eine Erinnerung. Und Daddy hat Mami geschlagen. Und er hat hier auf dem Sofa geschlafen, hä? Nun macht das alles Sinn. Oh, das ist ein Bild von uns. Ja, was haben wir uns dabei denn gedacht? Zack, weg, ab in die Ecke. Okay, das heißt, wir müssen jetzt raus. Das ist, glaube ich, der letzte Freund, der uns noch fehlt. Aber nee, wo ist Teddy? Oh. Hört ihr unsere Mutter singen? Hä? Und? Wupp. Ach, echt? Ja, echt jetzt? Eine Erinnerung von ihr hat mir den Weg verbaut. Aha, okay. Gut, hier komme ich aber vorbei, oder? Nein, auch nicht. Das ist eine Erinnerung. Jetzt ziehen wir um? Oder zieht sie ein? Zieht sie zurück? Oder? Ich glaube es nicht. Später nach der Geschichte vielleicht. Haben sie sich wieder versöhnt und dann haben sie doch wieder gestritten? Okay. Wo? Okay. Da ist die Schleife. Okay, sie ist da lang. Los, folgen wir den Fußspuren. Also, wenn hier nicht der Grippevirus auftaucht. Little Bunny, wo bist du? Schau, wo kommt? Ich höre dein Wehleiden. Moin, ich seh den Pieper mal. Ja, ja, ich komm ja schon, ich komm ja schon. Ich bin bis zum Hals in Schnee. Hey! Mami? Mami, was machst du hier?
Warum siehst du so traurig aus? Hä? Was ist los? Oh. It's too much. Too much? Hey! Du hast Little Bunny vergessen! Dreh dich um! Little Bunny. Ich weiß, du machst dir Sorgen, dass ich mir eine Erkältung hole, aber was ist mit Little Bunny da drüben? Oh. Das war jetzt das Ende? Okay. Das hat jetzt eigentlich... Das, meine Lieben, hat jetzt mehr Fragen aufgetan als beantwortet. Was ist jetzt los? Jetzt war... Ah, oh, waren wir vielleicht... Ach so. Wir waren gar nicht in dem Haus von dem Vater. Nein, wir sind umgezogen. Weil sie weg von ihrem Vater wollte. Vielleicht halt deshalb auch diese Waldhütte, damit die... damit der Vater dann sie nicht finden kann. Wenn sie halt ihm nicht sagt, oh, wo sind sie? Kann auch nicht hin. Aber was war das jetzt? Und dann waren das, diese Sachen waren, denke ich, nur wieder Einbildungen. Das, ja, das Kind war an sein neues Zuhause nicht gewöhnt und in der Nacht sieht natürlich alles unheimlich aus. Das war der Prolog. Die hätten das eher anders nennen können, sowas wie, weiß ich jetzt auch nicht, aber alles andere als Prolog, weil das hat nichts eingeführt, es hat auch nicht, es hat ein bisschen was weitergeführt, aber ich habe das Gefühl, würde noch was kommen. Wir haben neue Freunde gefunden, ja. In den Kuscheltieren, da schon wieder Chewbacca Dacco. Ja. Und ja, aber es hat mir gut gefallen, also... Das war jetzt wieder, es war aber eher mehr wieder mit Rätseln, also wie, wo muss man das Fenster schließen, was muss man machen, um die Wärme in das Haus zu bringen und der Feuerteufel und der Grippevirus, die haben mir jetzt nicht wirklich Angst gemacht, sondern mich aber nur ein bisschen verwundert, was das jetzt sein soll, was das denn soll. Und ja, extra langes Video heute, aber es war jetzt auch nur der DLC. Ob mehr in der Zukunft kommt? Wenn mehr in der Zukunft kommt, würde es mich freuen, auch das zu spielen. Das hat mich in seinen Bann gezogen, dieses Spiel. Einfach die Tatsache als kleines Kind. Da zu spielen. Alles so schön und ruhig. Naja. Gut, ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe gefallen von Among Us Sleep. Das war jetzt sozusagen einfach jetzt nochmal der Bonus der DLC. Und ja. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Jetzt sind wir wieder da. Eine alte zu Hause. Und teilen Sie es doch auch bitte mit Ihren Freunden, damit deren Langeweile verfliegen kann. Und dann sehen wir uns beim nächsten Projekt wieder. Oh ja, jetzt kommt ein Projekt, auf das ich mich ziemlich freue. Welche können es sich denken? Welche haben keine Ahnung? Lassen Sie sich überraschen. Ich merke schon, ich bin wieder so aufgeregt, da meine Zunge verknotet sich fast. Also, das war Among Us Sleep. Schönes Spiel, schöner DLC. Und dann sagt ihr 93 Chuvo, I love to entertain you. Tschüss. And goodbye.